Der Umgang mit Feinden und Hatern. Im 21. Jahrhundert und insbesondere auf Social Media gehört es zur Selbstverständlichkeit und zum Alltag, in irgendeiner Weise mit Feindseligkeit konfrontiert zu werden. Ob wir selbst Content gestalten oder ob wir auf Fremdcontent reagieren, stets gibt es irgendjemanden, der seinen Unmut darüber in höchst unsachlicher, unfairer oder unverschämter Art und Weise zum Ausdruck bringen will. Doch die Feindseligkeiten in der virtuellen Welt sind nur eine Widerspiegelung dessen, was wir an problematischen Kommunikationen und Interaktionen in unserem Nahbereich haben. Das Wesen der Neuzeit ist die Eroberung der Welt als Bild, hat Martin Heidegger einmal gesagt. Und er hat recht damit, denn hier sind wir jetzt. Wir haben die Welt als Bild erobert. Wir haben den virtuellen Raum erobert, der schon längst zu unserem ganz normalen Alltag gehört. Doch wir sind auch in unseren Aktionen im Internet und in den hochinteraktiven Social Media noch immer dieselben mangelhaften Kreaturen mit einem nicht ausrottbaren Aggressionspotenzial. Das ist genau das, was das Unbehagen in der Kultur ausmachte, von dem Sigmund Freud sprach, dass wir nämlich unter der zivilisierten Fassade noch immer dieselben Aggressionen und irrationalen Impulse haben, die sich natürlich auch Ausdruck verschaffen, insbesondere in unfreundlichem oder feindseligem Verhalten. Doch der Umgang mit Feinden und Hatern ist ein so altes Thema, dass es schon die frühesten Philosophen beschäftigt hat. Die praktische Ethik, die Frage nach dem gerechten und guten Handeln, hat nämlich genau diese problematische Lage zum Inhalt. Wie befasst man sich als gerechter Mensch mit unfairen Angriffen? Wie geht man damit um, dass auch das eigene gute Verhalten nicht die unangemessenen Reaktionen von anderen entschärfen oder gar verhindern kann? Die Philosophie der Stoa hat neben vielen anderen philosophischen Schulen gerade zum Thema der praktischen Ethik Entscheidendes beigetragen. Im Unterschied zu anderen philosophischen Traditionen wie dem Platonismus, dem Aristotelismus oder der Schule der Kyniker zeichnet sich jedoch die Stoa dadurch aus, dass ihre Ratschläge lebenspraktisch sind und nicht von einer Flucht vor der Gesellschaft oder vor Konfrontationen ausgehen und auch nicht versuchen, jeglicher Interaktion einen Sinn beizumessen, der möglicherweise nicht vorhanden ist. Vielmehr lehrt die Stoa auch mit dem Absurden umzugehen. Inwiefern die stoische Philosophie Ihnen helfen kann, mit Feinden und Hatern gelassener zu interagieren oder sich vielmehr zu Feindseligkeiten gar nicht verhalten zu müssen. Das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Der stoische Philosoph, der Philosoph auf dem Kaiserthron, Marc Aurel, hat in seinen berühmten Selbstbetrachtungen drei weise Regeln formuliert, wie man mit Feinden umgeht und schlussendlich, weshalb es gar nicht wichtig ist, dass wir Feinde haben. Erste Regel: Gehe von Unfreundlichkeit aus. Zweite Regel: Sei dir gewiss, dass du Feinde hast. Dritte Regel: Mach dich unabhängig von externer Bestätigung. Ich möchte kurz beschreiben, was diese knapp gefassten Regeln bedeuten. Erwarte Unfreundlichkeit. Indem Marc Aurel feststellt, dass die meisten zufälligen Interaktionen in unserem Alltag vom beliebigen Verhalten unserer Mitmenschen motiviert sind, das in den allermeisten Fällen gar nichts mit uns als Person zu tun hat, stellt er zugleich auch fest, dass unsere eigene Erwartung an die Interaktion meist völlig übertrieben ist. Wir erwarten Freundlichkeit, wir erwarten Respekt, doch tatsächlich ist das keine Grundgegebenheit im sozialen Umgang, sondern eher eine Ausnahme. Das war auch schon im alten Rom vor über 2000 Jahren der Fall. Lesen wir, was Marc Aurel sagt, so finden wir hier diese Regel. Sage zu dir in der Morgenstunde, heute werde ich mit einem unbedachtsamen, undankbaren, unverschämten, betrügerischen, neidischen, ungeselligen Menschen zusammentreffen. Alle diese Fehler sind Folgen ihrer Unwissenheit hinsichtlich des Guten und des Bösen. Der stoische Philosoph
will also unsere Erwartung anpassen an das tatsächliche Verhalten unserer Umwelt. Er sagt, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, gehe ich davon aus, dass ich heute einen unfreundlichen, einen undankbaren, einen unverschämten Menschen treffen werde. Es überrascht mich nicht. Somit verwirklicht er einen weiteren stoischen Grundsatz, Nil Mirari, wundere dich nicht, in dem eine gewisse negative Haltung in unseren Interaktionen vorausgesetzt wird. Ist unsere Erwartung entsprechend gemindert, gesenkt und dadurch ist die Diskrepanz zwischen unseren Erwartungen und dem tatsächlichen Verhalten nicht mehr so groß. Wenn sich beide Ebenen nämlich aneinander angleichen, so gibt es gerade diesen spannungserzeugenden Gegensatz nicht mehr. Was Marc Aurel hier empfiehlt, wenn er sagt, geh von Unfreundlichkeit aus. Jeden Morgen, wenn ich erwache, erwarte ich, dass ich einen unfreundlichen, unverschämten Menschen treffe. Was er hiermit tut, ist psychologisch formuliert eine Erwartungsanpassung. Die größten Schwierigkeiten für unseren Seelenfrieden entstehen dann, wenn die Diskrepanz zwischen unseren Erwartungen einerseits und dem tatsächlichen Verhalten sehr groß ist. Ist diese Diskrepanz aber geringfügig, so können wir sehr gut in unserem Gleichgewicht bleiben. Erwartungsanpassung ist also die erste Regel im Umgang mit Feindseligkeit. Die zweite Regel ist, geh davon aus, dass du Feinde hast. Diese Regel mag manchen überraschen, der von sich denkt, ich bin ein guter Mensch, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, warum sollte ich Feinde haben? Doch diese Art zu denken ist ein Stück weit illusorisch, denn die stoische Philosophie legt nahe, dass jeder Mensch auch unabhängig von seinem Bonus an Tugenden noch immer Feindseligkeit hervorrufen kann und sei es in der Form von Neid und Missgunst. Marc Aurel äußert sich hier folgendermaßen. Niemand ist so glücklich, dass nicht unter denen, die sein Sterbebett umstehen, einige sein sollten, die sein herannahendes Ende willkommen heißen. Das kommt vor beim Tod eines Rechtschaffenen. Wie vieles andere aber mögen wir noch an uns haben, um deren Willen mancher uns loszuwerden wünscht. Daran denke in deiner Sterbestunde. Wir haben hier wieder ein typisches stoisches Szenario, Memento Mori, gedenke, dass du sterblich bist. Hier in einer sehr plakativen Weise umgesetzt. Wir sehen imaginär eine Sterbeszene, ein rechtschaffener Mensch stirbt und es gibt mindestens einen aus seiner Familie oder in seinem Bekanntenkreis, der sagt, ach wunderbar, endlich ist der weg. Oder zum Glück sind wir sie los, die Langweilerin, die Angeberin. Sie, er war immer so tugendhaft und hat durch dieses gute Beispiel uns das schöne Leben verdorben. Die Idee, die hier dahinter steht und die von sehr viel Menschenkenntnis ausgeht, ist einfach die, dass die Rechtschaffenheit allein nicht ausreicht, um Freunde zu gewinnen und erst recht nicht, um tatsächlich jeden Menschen von dem eigenen Wert zu überzeugen. Ganz im Gegenteil wird es Menschen niederträchtiger Gesinnung geben, die ein gutes moralisches Vorbild verachten und sich freuen, wenn es nicht mehr vor ihnen präsidiert und sie an ihre eigenen Unzulänglichkeiten erinnert. Interessant ist auch, dass Marc Aurel hier sagt, denke daran, dass du noch sehr viel fehlerhafter bist als dieser prototypisch tugendhafte Mensch. Was mögen wir an uns haben, weswegen andere uns loszuwerden wünschen? Das referiert auf eine psychologische Erkenntnis, die im 20. und 21. Jahrhundert auch immer wieder Gegenstand von Forschung war, der sogenannte blinde Fleck. Jeder Mensch hat in seiner eigenen Selbstwahrnehmung einen Bereich, den er nicht erkennt und nicht erkennen kann. Das ist unabhängig von seiner Intelligenz. Auch sie werden irgendwelche Eigenschaften haben, die sie selbst möglicherweise nicht als Problem wahrnehmen oder überhaupt nicht wahrnehmen, die aber für ihre Mitmenschen ein Ärgernis sein können. Gehe davon aus, dass du Feinde hast. Die zweite Regel im Umgang mit Feindseligkeit ist insofern sehr lebenspraktisch und psychologisch gut durchdacht. Die dritte Regel im Umgang mit Feindseligkeit ist die wichtigste Regel und die, die zugleich am schwierigsten umzusetzen ist. Marc Aurel sagt, wir müssen dringend unsere Abhängigkeit von externer Bestätigung reduzieren. Wir dürfen uns nicht
zum Sklaven externer Bestätigung machen, denn das macht uns unfrei und das reißt uns immer wieder aus unserem Seelenfrieden, aus unserer Ataraxie heraus. Er sagt dazu: Oft habe ich mich darüber gewundert, wie es möglich ist, dass der Mensch, der sich doch mehr liebt als alle anderen, dennoch seinem eigenen Urteil über sich geringeren Wert beilegt als dem Urteil anderer. Es ist also wahr, dass wir fremdes Urteil über uns mehr schätzen als unser eigenes. Damit hat er recht, denn diese erstaunliche Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und unserer Einschätzung derselben ist ein menschlich allzu menschliches Problem, das auch vor Tausenden von Jahren schon existierte, überall dort, wo es Konfrontationen gibt, wo es eine Form von Öffentlichkeit, von Gesellschaft, von Urbanisierung gibt. External Validation, also externe Bestätigung, ist eine Hauptquelle für das Selbstbewusstsein des Menschen. Das ist richtig, doch es gibt eine abgründige Seite dieser Gegebenheit. Wenn wir nämlich in einer suchtartigen Art und Weise der externen Bestätigung hinterherlaufen, so werden wir unfrei und wir verlieren unsere eigenen Werte. Hier sagt die stoische Philosophie ganz klar: Erkenne dich selbst, wisse, dass du für dich der wichtigste Mensch auf der Welt bist und es sein musst mit Notwendigkeit, um dein Leben führen zu können, um deine Identität gestalten zu können und deine Rolle ausführen zu können. Aber wisse auch, dass das Urteil anderer über dich nicht wichtiger sein kann als dein eigenes. Sei hier souverän. Halte dich auch zurück, gebe nicht zu viel nach außen und gebe insbesondere deinen Mitmenschen nicht die ultimative Macht über dich. Gib ihnen nicht die Macht über deinen Selbstwert. Hol dir also deinen Wert nicht von anderen ab. Meines Erachtens ist das ein Rat, der im 21. Jahrhundert aktueller ist denn je. Hier haben wir also die drei stoischen Regeln im Umgang mit Feinden und Hatern. Erstens, geh von Unfreundlichkeit aus. Das betrifft den alltäglichen Umgang mit beliebigen Personen. Zweitens, geh davon aus, dass du Feinde hast. Das erlöst uns von unserer Vorstellung, vielleicht ohne Feinde zu sein und konfrontiert uns mit dem Denken, dass es stets irgendetwas gibt, was ein anderer erbittert an uns hassen kann. Und drittens, mach dich unabhängig von externer Bestätigung. Stärke deinen Selbstwert nicht durch die Suche nach Fremdbestätigung, sondern versuche dein eigenes Urteil über dich zu kalibrieren. Werde selbst in jedem Moment besser. Du vergleichst dich nicht mit anderen Menschen, sondern mit dir gestern, vorgestern, vergangenes Jahr. Du bist dein eigener Vergleichswert. Das sind die stoischen Regeln im Umgang mit Feinden, zugleich Lebensregeln aus der praktischen Philosophie.